Hallo, ich bin's, Kim Lian, und heute gebe ich dir einen Einblick in meine Gedanken. Denn weißt du was? Wir stellen unsere Talente, Künste und Fähigkeiten viel zu oft selbst in Frage. Ich hätte Lust zu zeichnen, fotografieren, malen, dekorieren, bloggen, singen, schreiben, aber nein, ich lasse das mal. Ich bin nicht so gut wie Lisa, Marie, Lena oder Sophie. Die Namen sind austauschbar. Der Punkt ist, wieso verfolgen wir so oft nicht unsere Lust, etwas zu kreieren, nur weil wir von jemandem wissen, der es in unseren Augen besser kann? Würde jeder so denken, gäbe es keine Designer, keine Künstler, Musiker, Tischler, Schauspieler oder Schuster auf der Welt, dann es könnte in ihren Augen ja auch immer jemand anderes besser. Ja, aber das von denen finden ja auch wirklich alle schöner als meins, denkt man sich dann manchmal. Doch Moment, liegt Schönheit nicht im Auge des Betrachters? Woher will ich wissen, was andere gut finden? Diese Bilder, Lieder, Fotos, Klamotten, die du bewunderst, werden von den Menschen, die sie kreiert haben, meist auch in Frage gestellt. Der Unterschied ist, sie machen es trotzdem. Egal, ob es laut Stereotyp vielleicht sogar eigentlich ein Männerding ist oder angeblich sonst gar nicht zu demjenigen passen soll. Lassen wir unsere eigenen Gedanken nicht unseren Handlungsspielraum begrenzen und uns davon abhalten, Dinge zu tun, die wir insgeheim gerne tun würden. Klar, man wird nicht immer super erfolgreich mit etwas sein. Ich zum Beispiel werde nie eine große Sängerin, aber das hält mich nicht davon ab, trotzdem zu singen, wenn mir danach ist. Der größte Fehler meines Lebens war, mich früher selbst viel zu sehr unter Druck zu setzen, bei Dingen, die sowieso niemand anderes zu beurteilen hat. Als kleine Kinder haben wir doch auch gemalt und es uns nicht selbst verweigert, nur weil wir dachten, es könnte irgendwo ein anderes Kind geben, das es besser kann als man selbst. Lernen, seine negativen Gedanken zu hinterfragen und mehr Selbstvertrauen haben. Können wir. Denn man muss nicht unbedingt der Beste sein, um eine Berechtigung zu haben, das zu kreieren, worauf man Lust hat. Worauf hast du Lust? Ich habe jetzt Lust, dir noch was zu schenken. Einfach als Dankeschön, dass ich dank dieser Community hier immer seltener an mir selbst zweifle und einfach so ein bisschen selbstbewusster geworden bin. Ich habe, bevor ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen habe, 100-mal diverse Videos gelöscht, weil ich immer dachte, es ist nicht gut genug, bis ich es endlich mal gemacht habe. Und die Videos waren am Anfang nicht so geil, aber letzten Endes, man entwickelt sich ja immer weiter. Man muss einfach irgendwann anfangen. Unter anderem das soll dieser Hashtag können wir vermitteln, dass wir Frauen einfach ein bisschen selbstbewusster durchs Leben gehen und so. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von der Zeitschrift Woman und anlässlich des 15. Geburtstags darf ich hier 15 Jahresabos verlosen und als Hauptgewinn gibt es auch noch ein Ringstyling von Pandora. Das sind diese hier. Kommentier einfach unter diesem Foto hier auf meinem Instagram, was so dein Hashtag können wir Spruch ist. Also sei es wrestlen als Frau. Keine Ahnung, wenn du das machst, können wir. Mit einem passenden Bild dazu. Einfach auf deinem Instagram-Account posten und daran denken, mich und Woman zu verlinken im Bild und auf dem Text. Und dann hast du schon die Chance zu gewinnen. Bei 15 Jahresabos stehen die Chancen, glaube ich, wesentlich besser als sonst bei vielen Verlosungen. Alle Links findest du auch nochmal in der Infobox. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei der Verlosung. Drück dir ganz fest die Daumen. Vielleicht sehen wir uns auch in meinem letzten Video oder dann im nächsten. Tschüss!